Falls du auch zu denen gehörst, die ihre Creme zweimal am Tag einfach nur auftragen, so wie es bei uns üblich ist, dann zeige ich dir im heutigen Video, was du dabei tun kannst, sodass dein Gesicht bei diesem kleinen Schönheitsritual gleich eine tolle Behandlung bekommt. Am Ende des Videos bekommst du noch eine kleine Qigong-Übung, mit der du dein wertvolles Nian-Qi und deine Verdauung anregen kannst. Und du weißt, dass beides sehr wichtig ist für die Schönheit. Aber zuerst einmal vielen herzlichen Dank für die hunderte von so netten, herzlichen Kommentaren nach dem letzten Video. Ich habe mich so gerührt, dass ich mich entschieden habe, statt den versprochenen 2 Büchern gleich 3 zu verlosen, und gratuliere hiermit herzlich den Gewinnern. Ich wünsche euch viel Freude mit meinem Buch. Und meine Lieben, ich denke, das machen wir bald wieder. Abonniere also meinen Kanal und versäume kein Video. Ich werde immer wieder mal ein Buch hergeben. Ich bin die Autorin von Qi Start Botox und der Name ist Programm. Falten und Hautalterung haben mitunter Ursachen, gegen die nämlich nur wir selbst etwas tun können. Schlaffärbende Muskulatur, gestauter Lymphfluss, verfilzte Faszien und sich aus all dem ergebende Energieblockaden. Und heute werden wir die Energieblockaden direkt angehen. Gegen all diese Dinge bekommst du Anleitungen in meinem Buch und meinem Online-Kurs. Und heute sehen wir uns an, wie du aus deiner täglichen Einschmierroutine sozusagen eine kleine Energiebehandlung machen kannst. Wenn man sich die Energieebene unseres Gesichts anschaut, und Gott sei Dank gibt es heute schon viele Hilfsmittel, wie man es auch tun kann, dann sieht man, dass es unzählige Meridiane gibt, die durch unser Gesicht fließen. Daraus ergeben sich jede Menge Akupressurpunkte, die nachweislich gegen Hautalterung helfen. Also da gibt es wirklich viele wunderbare Vorher-Nachher-Fotos. Wenn man die Akupressur täglich macht, hilft's. Nur, es ist unglaublich aufwendig. Deswegen habe ich für meinen Online-Kurs und für mein Buch eine Reflexmassage des Gesichts ausgesucht, weil man eine Reflexmassage einfach einfacher machen kann, die Punkte leichter findet. Mit Akupressur sind die Leute chronisch überfordert. Und dann dachte ich mir, ich creme mich nämlich so ein wie asiatische Frauen. Bei uns wird geschmiert, in Asien wird hineingedrückt. Ja, sie tragen die Creme auf und pressen sie dann in die Haut hinein, was ja irgendwie logisch ist, wenn man darüber nachdenkt. Und bei diesem Pressen dachte ich mir irgendwann, ich könnte doch gleich nebenbei die Akupressurmassage machen. Ich weiß ja, wo die Punkte liegen. Ich kann, ohne jetzt darauf zu achten, habe ich wirklich jeden Einzelnen gedrückt, kann ich doch schauen, dass ich die meisten, die wichtigsten beim Eincremen erwische. Mit der Zeit habe ich noch ein paar Pünktchen für die Lymphdrainage dazugenommen und sage euch, entstanden ist eine tolle Eincrememassage, mit der man die Lymphe ins Fließen bekommt und dem Gesicht auf der Energieebene wirklich hilft. Es fühlt sich danach ganz anders an als früher, wie ich halt meine Creme nur aufgetragen habe. Und diese Massage möchte ich heute mit euch teilen. Okay, dann legen wir jetzt los. Du trägst zuerst deine Creme oder was auch immer du einmassieren magst auf den Hals und diesen unteren Gesichtsbereich auf. Ich hätte noch einen Ratschlag für euch. Ihr fragt mich immer wieder, welche Creme ich verwende. Das finde ich jetzt gar nicht so wichtig. Was mir wichtig ist in meiner Gesichtspflege, ist als erste Schicht immer Aloe Vera Gel zu verwenden. Das mache ich seit Jahren. Aloe Vera spendet Feuchtigkeit und das ist in unserem Alter einfach extrem wichtig. Viele haben diesen Irrglauben, wenn die Haut trocken ist, dann muss man was Fettes draufgeben. Ja, zum Schutz als äußerste Schicht. Aber in erster Linie fragt die Haut nach Feuchtigkeit und von diesem fettigen Zeug allein kommt nicht ausreichend Feuchtigkeit. Deswegen nehme ich als erste Schicht immer Aloe Vera Gel und ich werde euch auch ein gutes Produkt unten verlinken. Wir fangen mal im Halsbereich. Ja, nehmt einmal die untere Kante vom Gesicht mit dazu und den Hals. Und wir drücken erst einmal diesen Punkt hinter dem Ohr. Und da könnt ihr dann schon merken, dass ihr zum Schlucken anfangt. Das ist die Lymphflüssigkeit, die hier in Bewegung kommt. Natürlich drückt man zuerst die Creme schön ein. Und zwar von oben
nach unten und dann könnt ihr noch so ein bisschen so eine Zwickmassage machen. Auch gerne hier weiter vorne, das weckt die Schilddrüse auf und hier seitlich, das weckt das Lymphsystem auf und dann die Daumen hier unten hineinpressen. Dann machen wir die Zwickmassage hier an den Hängebäckchen, also an der Kinnlinie, aber wir pressen gleichzeitig den Daumen hier sozusagen unter den Knochen. Ja? Das ist erstmal die Massage für die Lymphe. Wenn wir dann das Gel oder die Creme im Gesicht auftragen, vorher mal so ein bisschen draufklatschen. Bleiben wir noch kurz im Lymphbereich, weil in der Früh ist meistens dieser Bereich besonders betroffen. Und wir pressen ein paar Punkte hier. Also ihr presst natürlich zuerst mal das ganze Gesicht so ein bisschen ab, damit die Creme oder das Gel einziehen kann. Ja? Und dann bleiben wir hier neben der Nase. Da geht es nämlich um die Lymphe, dass das aus dem Augenbereich gut abfließen kann. Als nächstes pressen wir den Punkt hier neben dem inneren Rand des Auges und dann hier oben. Also auf diesem Knochen oberhalb vom Auge. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Augenbrauen dabei so ein bisschen zusammenzwicken. So. Und dann hier noch neben dem Ohr, das war's für die Lymphe. Und weiter geht's mit dem Mundbereich. Hier gibt es zwei Punkte neben den Mundwinkeln und dann mit allen Fingern um die Lippen herum. Hier um die Lippen herum hat man ganz viele Akupressurpunkte, die damit massiert werden. Wir bleiben gleich in diesem Bereich und gehen zu den Hängebäckchen über und sind zu den Nasolabialfalten. Ja, und pressen die Punkte im Verlauf der Nasolabial- und der Marionettenfalten. Gut, wir bleiben noch im unteren Gesichtsbereich und machen jetzt eine Faust und massieren mit den Fingergelenken hier diesen Bereich. Schön hineinpressen. Ja? Schön den ganzen unteren Gesichtsbereich ausmassieren, gerne hier den Kaumuskel. So, schön hier diese Punkte massieren. Dann wären wir hier fertig und gehen zur Stirn, pressen hier diesen Punkt, also direkt da, wo die Zornesfalten sind. Dann gibt es im Verlauf der Augenbrauen mehrere Punkte, die wir ebenfalls einfach so mit allen Fingern pressen, genauso wie an der Haarlinie. Und dann haben wir hier einige Meridiane, die von unten nach oben laufen. Wenn du magst, kannst du hier jetzt die Creme auftragen und wieder mit Fingergelenken so nach oben massieren, weil ich schmiere mir meistens das Gesicht als Ganzes ein und bis ich hier bin, ist die Creme eingezogen. Jetzt nehme ich die Fingergelenke und mache die Massage so, ja, schön von unten nach oben oder mit beiden Fäusten mit den Fingergelenken diesen Bereich, ja. Hier verläuft die Energie, haben wir gesagt, von unten nach oben, oben, hinten wieder von oben nach unten. Und dann bleiben noch die Augen über. Da pressen wir die drei Finger auf den Knochen unter den Augen. Dann noch ein bisschen seitlich und an der Schläfe. Und fertig. Ja? Und spür mal nach, wie sich das Gesicht jetzt anfühlt. Du hast dich nur eingecremt. Erstens hast du die Creme schön, wirklich hast du der Haut geholfen, die Creme aufzunehmen durch das Hineinpressen. Und zweitens hast du jetzt eine kleine Lymphdrainage und eine Akupressurmassage gemacht. Ich finde das genial. Falls du dich mit dieser Massage überfordert fühlst, ich weiß, dass Menschen ein unterschiedliches Körpergefühl haben, bevor du gar nichts machst, press einfach die Creme in die Haut hinein und klopfe das Gesicht danach ab. Auch die Gesichtskörperfalten
Knochen brauchen immer wieder Impulse, damit sie nicht spröde werden, damit sie nicht, sie fangen dann an, so richtig die Knochenstruktur im Gesicht zu verändern. Du siehst es manchmal bei älteren Menschen. Und dagegen hilft diese Klopfmassage, die auch ein Teil von eurem, wer den Online-Kurs hat, der hat diese Massage im Gesichts-Yoga-Wellness-Programm dabei. Ja? Am besten täglich die knochigen Stellen im Gesicht abklopfen und gerne auch die Kopfhaut dazu nehmen. Hinten einfach von oben nach unten, denn auch das regt das Energiesystem im Gesicht an. Für den Körper haben wir im Shop diese Bambusroute. Ich habe dir dazu schon ein Anleitungsvideo erstellt. Das ist unser Shop-Kanal. Dort hast du diese Anleitung. Shaolin-Mönche verwenden die Route dazu, das Energiesystem des Körpers anzuregen. Also die Meridiane fließen vorne nach oben, hinten nach unten. Und mit dieser Route kannst du auch eine gute Rückenmassage machen bei dir selber. Oder aber einfach das Energiesystem anregen. Ja, im Verlauf der Meridiane, man kann auch das Gesicht gut dazu nehmen und hinten nach unten massieren. Wie gesagt, Anleitung hast du woanders. Ich finde es nur wichtig, dass wir diese Energieebene in unserem Alltag im Blick haben. Ganz oft verändert so eine kleine Energiemassage den Gesamtzustand des Körpers. Und ich finde, eine gewisse Grundkompetenz in diesen Dingen ist wichtig für eine gute Gesundheitsvorsorge. Und Schönheit ist ohne Gesundheit nicht zu haben. Und jetzt möchte ich dir gerne noch eine kleine Qigong-Übung zeigen, die du nach dem Gesicht eincremen, also nach dieser kleinen Massage machen kannst. Ich habe dir bereits in diesem Video erklärt, wie wichtig unser Nian-Qi und eine starke Mitte, also unsere Verdauung, für unser Gesicht ist. Auch dafür, dass wir möglichst lang einen möglichst guten Hormonstatus behalten können. Und bei dieser Übung, es ist eine Drehbewegung, und beim Drehen haust du mit der linken Hand auf die rechte Niere und mit der rechten Hand auf die linke Schulter. Ja? Damit regst du die Niere an, damit hast du hier den Gallenblasenpunkt 21, also auch wieder einen Akupressurpunkt, den man gerne gegen Schulterverspannungen gibt. Also wirklich eine tolle Übung, die man am besten in der Früh nach dem Eincremen macht, gerne auch tagsüber, aber am Morgen finde ich es am besten. Und diese Drehbewegung stärkt das Verdauungssystem, weil sie Bewegung reinbringt. Unser Verdauungssystem leidet unter dieser Bewegungslosigkeit, die in unserem Alltag herrscht. Jetzt bist du 8 Stunden im Idealfall gelegen in der Nacht und dann stehst du auf und dann wächst du damit deine Nieren auf, löst die Verspannungen, die eventuell da sind, und wächst die Verdauung auf. Ja, ich zeige dir noch, wo die Hand landet. Die landet hier auf der Schulter. Du kannst die Hand, die vorne landet, kannst auch hier mit der Faust vorne diesen Punkt anregen. Das sind die Lungenpunkte. Die sind vielleicht gerade in Corona-Zeiten nicht so schlecht, wenn man sie hin und da anregt. Dann drehst du dich genauso wie vorher, nur dass du bei der Drehbewegung die Hand hier hast. Und die hintere Hand landet, wie gesagt, deine Nieren sind hier unterhalb von diesen unteren Rippen. Ja, viele sagen, oh, meine Nieren tun weh. Nieren sind nicht hier unten, Nieren sind hier oben, ja, da wo der BH aus ist und darunter hinten. Also schön die Hand dort landen lassen und die andere Hand entweder hier oder da. Die Drehbewegung tut dem Darm gut und das ist eine ganz, ganz einfache Sache, die aber wirklich viel bringt. Ich bin so ein großer Fan von all diesen kleinen Übungen, Massagen und so weiter, die man in den Alltag einbauen kann. Denn es ist natürlich ganz großartig, wenn man einmal in der Woche zum Yoga geht oder zur Kosmetikerin, wo auch immer. Aber der Alltag ist das, was darüber entscheidet, wie gesund du bist, wie schön du aussiehst, wie lange du deine Schönheit behalten kannst. All das macht der Alltag aus und nicht diese speziellen Dinge, die wir da und dort machen. Wir sind mehr als nur Materie und deswegen macht Faltenlosigkeit allein noch nicht schön. Es ist deine Energie, die dein Gesicht lebendig macht. Wenn auch du dieser Meinung bist, teile dieses Video gerne mit deinen Freundinnen. Ich freue mich wie immer auf deine Kommentare und bis bald.